Meine Damen und Herren, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Uhren in verschiedenen Bezugssystemen unterschiedlich laufen. Sprich, wenn man aus der Sicht eines Inertialsystems eine Uhr bewegt, sie bewegt sich relativ zu diesem Inertialsystem, dann erscheint von der Sicht des Inertialsystems die Periodendauer dieser bewegten Uhr verlängert. Das ist etwas, was so ausschaut, wenn ich sage erscheint, als ob das man sich einfach nur einbildet, weil in Wirklichkeit kann es sowas ja nicht geben. Das ist also nur halt scheint so. Das stimmt aber nicht. Weil ich gebe noch einmal zu bedenken, dass die Zeit ja nicht irgendwas ist, sondern eine Messgröße, die mit Uhren gemessen wird. Und wenn nun eine Uhr aus der Sicht eines bestimmten Bezugssystems eine längere Periodendauer hat, dann misst sie eine kürzere Zeit, weil weniger Perioden verstreichen in einem bestimmten Zeitintervall. Also die Zeit kann da durchaus dann anders gemessen werden und ich möchte das auch noch einmal, da mache ich es noch einmal finsterer, dass Sie es besser sehen, wiederholen zur Einstimmung, weil ich diese Animation besonders illustrativ finde. Wenn wir uns anschauen, zwei ruhende Uhren, die unteren zwei, ruhend heißt ruhend zu einem bestimmten Inertialsystem, in dem wir uns jetzt auch befinden. Und diese zwei Uhren sind synchronisiert in diesem Inertialsystem. Erinnern Sie sich, die Gleichzeitigkeit ist auch nichts Absolutes, davon haben wir uns ja schon verabschieden müssen, aber innerhalb eines Inertialsystems kann man Gleichzeitigkeit festlegen und das Inertialsystem mit synchronisierten Uhren, wie wir sagen, überziehen. Und die zwei unteren sind zwei solche, die halt miteinander synchron sind in diesem ruhenden Inertialsystem. Und die obere Uhr bewegt sich da von links nach rechts relativ zu den beiden und Sie können sich sofort überlegen, aufgrund des Prinzips der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, das ja besagt, dass relativ zu jedem Inertialsystem das Licht sich im Vakuum genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Aufgrund dessen werden diese Uhren unterschiedlich ticken. Also wir sind auf dem Standpunkt der ruhenden Uhren, wir sind ein ruhender Beobachter in dem ruhenden Inertialsystem. Ich sage halt ruhend, damit man irgendwas sagt dazu. Ich kann ja Inertialsystem A sagen, aber ich sage halt ruhend dazu. Und dazu bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit diese obere Uhr. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was passiert, dann sehen Sie die unteren, schauen Sie einmal nur auf die unteren, die ticken also gleichmäßig vor sich hin, wie sich's für so synchronisierte Uhren gehört. Jetzt schauen Sie nur auf die obere, das Lichtsignal geht hin und her und hat natürlich im Verhältnis zu dem Verlauf bei den unteren Uhren eine längere Strecke zurücklegen müssen. Nachdem aber, wenn man das ernst nimmt, und das ist ernst zu nehmen, weil alle Hinweise eben experimentellen Befunde darauf hindeuten, wenn man also ernst nimmt dieses Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, dann geht längs dieser oberen Zickzackkurve da das Licht ebenso mit Lichtgeschwindigkeit, braucht also länger, um von oben nach unten und wieder hinaufzukommen. Und das heißt, dass aus der Sicht des ruhenden Systems die bewegte Uhr langsamer tickt. Schauen wir uns das jetzt noch einmal gemeinsam an, nicht? Also so wie beim Klavier, zuerst die linke Hand, dann die rechte Hand und dann spielen beide. Und dann muss man also die obere und untere Zeile gleichzeitig erkennen können. Also schauen Sie sich das noch einmal an. Nachdem das da oben länger braucht, sind die unten schon ein bisschen weitergekommen. Und dementsprechend ist also die Zeit, die diese unteren zwei Lichtuhren messen, etwas länger als die Zeit, die die da oben misst. Die oben ist erst bei 1 angekommen und die unteren schon bei 1,25. Also die messen nur jedes ganze Ding, aber ich glaube, das können Sie schon abstrahieren, was ich meine. Wenn man da dann länger das Zicke-Zacke-Zicke macht, dann sehen Sie schon, dass sich das dadurch so ganz einfach ergibt. Aber ich tue halt da einmal hin und her. Und ich möchte auch noch etwas betonen, bevor wir jetzt endlich zum Rechnen anfangen, weil das wird Ihnen schon richtig abgehen jetzt, dass wir da so viel reden, aber eigentlich nichts rechnen. Aber jetzt zeigt sich jetzt immer so weit, dass wir wirklich was rechnen können. Und Sie werden auch sehen, dass es watschen einfach ist, wie man auf Wienerisch sagt.
wie man da also aufgrund dieser Gegebenheit auf den entscheidenden Faktor kommt, der beschreibt, um welche Veränderungen es sich hier handelt. Also was ich aber noch vorher betonen möchte ist, Sie werden sich vielleicht wundern, warum wir da so eine merkwürdige Anordnung haben. Unten zwei Uhren, das sind die Ruhenden, oben nur eine. Warum überhaupt zwei Uhren? Das muss man sich schon bewusst machen, denn es geht uns ja darum, meine Damen und Herren, dass wir aus der Sicht des ruhenden Inertialsystems die Periodendauer dieser bewegten Uhr untersuchen, ja, oder bestimmen. Aber da genügt ja nicht eine Ablesung. Bei einer Ablesung einer Uhr können Sie die jeweilige Uhrzeit feststellen, die die Uhr misst, aber nicht feststellen, wie schnell sie läuft und wie groß ihre Periodendauer ist, um die Ganggeschwindigkeit einer Uhr festzustellen. Müssen Sie zweimal drauf schauen und dann schauen, was dazwischen für Ihre Zeit vergangen ist, und dann wissen Sie halt, wie groß die Periodendauer ist. Ne? Und um zweimal drauf schauen zu können, müssen Sie, wenn die obere sich bewegt, relativ zu diesem rotierenden System, an zwei Stellen drauf schauen. Ja, wie machen Sie denn das? Noch dazu, wenn es davon ausgeht, das bewegt sich mit 3/4 Lichtgeschwindigkeit. Da können Sie nicht einfach mitgehen und schauen dann da drüben. Ne? Das ist so nicht möglich. Also man muss das wirklich konkret untersuchen und analysieren, was man da macht. Und das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, man kann eben dieses ganze ruhende Inertialsystem mit lauter synchronisierten Uhren überziehen und dann, wenn das einmal loslegt, zicke, zacke, wenn es einmal loslegt bei der bewegten Uhr, da ist gerade daneben so eine synchronisierte Uhr, mit der das ganze System überzogen ist, das ist die links unten, und da können Sie es, wenn Sie direkt nebeneinander sind, vergleichen. Dann lassen Sie das zicke, zacke machen, und wenn das wieder oben ist, ist es wieder gerade zufällig an einer Stelle, wo halt auch eine synchronisierte Uhr ist, mit dem alles überzogen. Dann sind Sie wieder unmittelbar nebeneinander, und wenn Sie nebeneinander sind, können Sie es vergleichen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo Sie es wirklich vergleichen können. Und deswegen habe ich heute gerade diese zwei ruhenden Uhren hier eingezeichnet. Das sind die, wo sich diese bewegte Uhr gerade befindet, wann das Lichtsignal oben loslegt und wenn es wieder oben ankommt. Wenn also eine Periode der bewegten Uhr vollzogen ist. Und genau das ist, was man sich dann anschaut. Und aufgrund dessen kann man dann wirklich die Periodendauer dieser Uhr bestimmen, weil man hat die Gleichzeitigkeit in diesem ruhenden System verwendet, hat überall so synchronisierte Uhren herumstehen, mit dem das ganze System überzogen ist, lässt es die eine bewegte da durch, und wenn sie da wieder oben ist, schauen gerade die dort nach, wo da diese synchronisierte Uhr ist, und wissen jetzt genau, was diese ganzen synchronisierten Uhren anzeigen. Auf die Art und Weise kann man wirklich die Ganggeschwindigkeit bestimmen. Aber nur einmal hinschauen, da weiß ich zwar, wie spät es ist, aber wie schnell die Uhr jetzt weiterläuft, reicht ja nicht. Deshalb diese etwas unsymmetrische Anordnung hier mit diesen Uhren. Gut, also ist das verständlich, was ich da gesagt habe? Das ist also nicht, dass ich das mache, weil es lustig ist. Man kann es nicht anders machen, wenn man diese Situation ernsthaft eben untersuchen möchte. Es zeigt sich eben, und das ist also eine der Sachen, die halt bei der relativistischen Mechanik dann ein bisschen anders ist, weil sie halt ein bisschen weggeht von der Alltagserfahrung, dass man oft selbst einfache Vorgänge, wie auf die Uhr schauen oder zweimal auf die Uhr schauen, genauer analysieren muss und drauf kommt, hoppla, so einfach ist das eigentlich gar nicht. Das ist also nur in den Situationen der Alltagswelt, da denkt man nicht groß drüber nach, da ist man eh gewöhnt, dass das alles klar ist, und schaut man dort nach und da nach und das passt dann schon. Aber das geht in der Weise hier nicht, wenn Sie immer daran denken, dass das eigentlich Elementarteilchen sind, die da mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, und wie stellt man das dann fest? Und das ist eine andere Welt. Und das muss Ihnen klar sein, dass wir da also nicht über die Welt des Alltags sprechen, sondern es geht um was anderes. Und das ist eben der Punkt, wo eben immer dann, wenn man so über den Tellerrand des Alltags darüber schaut, auf einmal ganz unerwartete neue Dinge passieren, nicht, mit denen keiner rechnet. Also jetzt wollen wir aber das jetzt irgendwie ein bisschen mehr quantifizieren, weil das ist natürlich wichtig, dass man dieses Modell dieser Lichtuhr, ein sehr einfaches Modell, in der theoretischen Physik werden Sie das alles sehr elegant und aufgebaut auf der Lorentz-Transformation dann kennenlernen, aber ich möchte Ihnen einen anschaulichen Zugang bieten,
von dem aus sie sehen können, dass die Dinge eigentlich zunächst einmal durchaus einfach verständlich sind, aber natürlich in einem allgemeineren Kontext, den man dann auch für verschiedene Anwendungen gut gebrauchen kann, ist diese Geschichte mit der Lichtuhr dann nicht ausreichend. Aber es liefert uns einen Zugang und diesen Zugang verwende ich halt hier. Der stammt übrigens von Einstein, der ist selber auf die Idee gekommen mit dieser Lichtuhr, weil er sich eben auch gedacht hat, damit er das den Leuten verständlich macht, muss er das irgendwie so bringen, dass man das auch sieht und nicht nur irgendwie formal abhandeln. Naja, also wir gehen also von diesem Zicke-Zacke da oben aus, ich mache das jetzt nochmal da, damit das jetzt dort oben so ist, wie ich es jetzt an die Tafel zeichne, ne? So schaut dieses oben aus und nur diese obere Zeichnung mache ich jetzt. Da haben wir also da praktisch zwei so Linien und da bewegt sich da dieser Lichtstrahl hin und her von einem Punkt P, geht er einmal aus und geht dann da so schräg herunter und geht dann wieder herauf und das ist dann gerade eine Periode. Da hat sich diese Lichtuhr da so weiter bewegt, genauso wie Sie es da oben sehen. Ich glaube, das können Sie sich sicher gut vorstellen. Naja, und jetzt schauen wir uns einmal an, was man da beobachten kann. Ich zeichne da mal so einen rechtwinkeligen Strahl hier ein und da kann man jetzt sofort erkennen, wie lang, wo jetzt welche Lichtgeschwindigkeiten auftreten. Längs dieser Richtung hier bewegt sich also das Licht, breitet sich das Licht mit C0 aus, aus der Sicht des ruhenden Inertialsystems. Das alles ist also jetzt einmal aus der Sicht der ruhenden Uhren. Und andererseits, während das Licht da so sich herunter ausbreitet, bewegt sich die Lichtuhr weiter und kommt daher. Das heißt, hier hat man die Geschwindigkeit V, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese bewegte Uhr eben bewegt, relativ zu dem ruhenden Inertialsystem. Naja, da sieht man schon, da kann man sicher einfach was ausrechnen. Denn da schauen wir uns da mal diesen Winkel Phi an, um den es da geht, also um wie viel dieses, nehmen wir mal so geht, um diesen Winkel so, und Sie können sich schon vorstellen, je schneller diese Uhr da unterwegs ist, desto größer wird der Winkel da werden. Wenn die obere Uhr auch steht, na, dann ist ja uninteressant, ne? Dann ist der Winkel 0 und da geht alles gleichmäßig hin und her, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir wollen ja was lernen aus dem Beispiel da hier. Also das B ist die bewegte Uhr, das ist die, die sich da hier bewegt und da unten gibt es also die ruhenden Uhren, die ich jetzt gar nicht weiter aufzeichne, das sind die, die da herunten eben vor sich hinflackern und die einem eben die Zeit samt Gleichzeitigkeit in dem ruhenden Inertialsystem geben. Naja, und ich schreibe jetzt noch einmal her, Sicht des ruhenden Inertialsystems. Um das geht es. Wir betrachten aus der Sicht eines Inertialsystems eine Uhr, die sich relativ dazu eben bewegt, mit Geschwindigkeit V und der Lichtstrahl hat wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit natürlich, wie in jedem Inertialsystem, die Geschwindigkeit C0. Na, und da kann man sich einmal sofort den Winkel Phi ausrechnen. Wie kommen wir auf den Winkel Phi? Na, über den Sinus. Denn der Sinus von Phi ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Na, und die Gegenkathete ist natürlich proportional zu V und die Hypotenuse ist proportional zu C0. Denn es geht ja darum, dass die da loslegen zu einem bestimmten Zeitpunkt und im Fall der ruhenden Systeme ist es da herunten, im Fall der bewegten Uhr ist es da. Das heißt, diese beiden Längen sind proportional zu den entsprechenden Geschwindigkeiten. Also wir kriegen heraus, dass der Sinus Phi gleich ist gegen Kathete durch Hypotenuse, V durch C0. Ja, der wird also im Allgemeinen sehr klein sein, weil die Geschwindigkeiten sind im meisten sehr klein gegen C0, deswegen merkt man das ja normalerweise nicht. Aber so ein Elementarteilchen, das man mit entsprechend hohen Energien da durch eine Beschleunigungsanlage durchschickt, ja, da schaut die Geschichte schon anders aus, nicht? Und da kann das dann schon recht flach werden und dann wird die Geschichte sehr langsam. Ich zeige Ihnen dann
ein Beispiel, also nicht wirklich mit einer Lichtuhr, weil da fliegen keine Lichtuhren herum in einer Beschleunigungsanlage, aber ein Elementarteilchen mit einer endlichen Lebensdauer ist ja so ein bisschen was wie eine Uhr. Nicht? Und wenn das sehr schnell unterwegs ist, dann hat das aus seiner Sicht zwar immer dieselbe Lebensdauer, aber aus der Sicht von den anderen dann, wo das so schnell vorbeifliegt, hat es eine viel längere Lebensdauer, logischerweise. Das schauen wir uns dann gleich an. Also Sinus Phi ist V durch C0, das sieht man da hier. Und andererseits können wir jetzt sagen, wie schaut es mit den Periodendauern der Uhren aus? Periodendauern der Uhren. Naja, je länger diese entsprechende Strecke ist, desto länger ist auch die Periodendauer. Also die Periodendauer der ruhenden Uhren in dem ruhenden System wird proportional zu da Q, und das ist Q', PQ' sein. Also die Periodendauern sind also jetzt jeweils proportional zu den Wegen, die das Licht zurückzulegen hat. Wenn das Licht da mit dem Zickzack da einen längeren Weg zurückzulegen hat, dann ist die Periodendauer der Uhr auch entsprechend länger. Also kann man die Periodendauer der ruhenden und der bewegten Uhr gleich aufschreiben. Delta T ruhend durch Delta T bewegt. Also das Verhältnis der Periodendauern, das ist also daher gleich. Das Delta T ruhend ist proportional zu PQ, dividiert durch und von der Bewegten ist die Periodendauer aus der Sicht des Inertialsystems des ruhenden proportional zu PQ'. Und PQ durch PQ', was ist denn das? PQ durch PQ', Mittelschule, 5. Klasse, nicht? Ankathete durch Hypotenuse. Der Cosinus von Phi. Also das ist wirklich leicht. Das kann man wirklich an jeden erklären. Ne, und das wollen wir aber jetzt genauer ausrechnen. Und das ist natürlich sehr schön, weil wir diesen Cosinus natürlich jetzt umformen. Da haben wir nämlich den Sinus, da haben wir den Cosinus. Jetzt müssen wir also dort diese Formel verwenden, wie man den Cosinus durch den Sinus ausdrücken kann. Wer weiß es? Cosinus Phi ist gleich. No. Wurzel aus. Na bitteschön. Also, das ist mir jetzt daran gelegen, dass das von Ihnen kommt, weil das ist die ganze Kunst, die jetzt dahinter steht. Also, dieser Cosinus Phi ist Wurzel aus 1 minus Sinusquadrat Phi. No, und das Sinusquadrat Phi, das ist V Quadrat durch C0 Quadrat. Also, Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Das ist es schon. Und da kommt schon diese berühmte Formel mit dem Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat vor. Sie sehen, das ist tatsächlich äußerst einfach. Also die Mathematik, jedenfalls da am Anfang, ist sehr, sehr einfach. Aber wird natürlich die physikalische Interpretation, an der diskutieren wir jetzt schon längere Zeit herum, die ist nicht ganz so einfach. Naja, wenn man da diese Periodendauern kennt, dann, oder das Verhältnis der Periodendauern, dann weiß man also, wie schaut es denn jetzt aus mit der tatsächlichen Ablesung an diesen Uhren. Also wenn die Periodendauer bei einer Uhr um einen gewissen Faktor länger ist als bei einer anderen, dann wird die Zeit, die wirklich abgelesen wird an der Uhr, um diesen Faktor kleiner ausfallen. Schauen Sie da oben. Da haben Sie oben 1 und da unten 1,25. Weil die obere halt die längere Periodendauer zeigt ja die kürzere Zeit an, weil die gehen langsamer vor sich hin, diese Perioden. Wenn man sie zählt, und das ist ja die Zeitmessung, die Messung von Perioden eines periodischen Vorgangs, dann ist die Zeit, die dabei herauskommt, entsprechend kürzer. Und dementsprechend gilt dann,
als Folgerung aus diesem Zusammenhang, dass eben die Zeit, die, was haben wir da jetzt aufgeschrieben? Da steht Delta TR durch Delta TB. Also das TR durch TB, das was man also wirklich abliest bei der ruhenden und bei der bewegten Uhr, das ist jetzt gerade das Reziproke. Weil wo die Periodendauer länger ist um einen Faktor, wird die angezeigte gemessene Zeit kleiner um diesen Faktor und umgekehrt. Daher kommt da heraus, das ist 1 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Und daraus kriegt man natürlich sofort heraus, dass die TB, die Zeit, die mit der bewegten Uhr gemessen wird, gleich ist, TB kommt darüber, TR mal Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Und das ist hier also die entscheidende Beziehung, bei der Sie sehen, wie die Zeit, die gemessen wird mit einer bewegten Uhr, zusammenhängt mit der Zeit, die gemessen wird mit den ruhenden Uhren. Und Sie sehen, die Zeit, die mit der bewegten Uhr gemessen wird, ist kleiner als die Zeit, die mit den ruhenden gemessen wird. Es ist also eigentlich eine Zeitkontraktion und keine Zeitdilatation. Das Dilatieren bezieht sich auf die Periodendauer, die länger wird. Aber mit der größeren Periodendauer wird die tatsächlich gemessene Zeit kleiner. Und ich muss noch einmal betonen, das ist jetzt nicht was Scheinbares. Man neigt immer am Anfang dazu, man will also nicht weg von den Alltagserfahrungen, sowas gibt's da gar nicht, das ist offenbar nur scheinbar, so wie die Scheinkräfte, wenn Sie sich an das erinnern, das war mir auch schon nicht recht. Weil was heißt scheinbar? Wenn man dann durch die, wie gesagt, aus einem Ringelspiel rausfliegt wegen der Fliehkraft und man bricht sich einen Haxen, dann hat man sich den nicht scheinbar gebrochen, sondern das ist wirklich passiert. Nicht? Also man soll da vorsichtig sein mit Sein und Schein sozusagen. Nicht? Es ist immer das echt, was man echt mit einem Messgerät einwandfrei gemessen hat. Also man kann sagen, mit der einen Uhr wird die Zeit gemessen und mit der anderen Uhr wird eine andere Zeit gemessen. Beide werden gemessen. Beides ist wahr, weil es Messergebnisse sind. Der NASA macht wieder eine Atom auf die Erde raus und eine im Außenstand. Kommt. Gleich kommt es. Aber danke für den Hinweis. Also, das nennen wir aber aus historischen Gründen die Zeitdilatation. Und weil sich das ein bisschen schlecht ausspricht, liest man das jetzt auch sehr öfter nur als Zeitdilation. Aber das ist irgendwie ein bisschen ein Krüppel, dieses Wort. Nicht? Also, wie auch immer. Aber gut. Im Englischen Time Dilation. Ja, weiß ich nicht, ob man das... Egal. Immer ist nur wichtig, worauf es ankommt und dass man sich eindeutig ausdrückt. Nicht? Und diese Zeitdilatation ist, weil der Faktor ja kleiner als 1 ist, eigentlich eine Zeitkontraktion. Die bewegte Uhr zeigt eine geringere Zeit als die ruhenden Uhren. Nun, das sagt also, das sage ich jetzt, habe ich das wo aufgeschrieben, da, dass ich Ihnen das da zeigen kann? Ja, wunderbar, das schreibe ich nicht auf die Tafel, das haben Sie da so schön. Für einen in einem Bezugssystem ruhenden Beobachter, das ist der da unten mit den ruhenden, gleichmäßig tickenden, überall synchronen Uhren, geht eine relativ dazu bewegte Uhr langsamer und misst somit eine geringere Zeit als die in diesem Bezugssystem ruhenden Uhren. Haben Sie das gut verstanden? Wenn nicht, dann melden Sie sich jetzt. Das ist nicht ganz so einfach. Jahrzehntelang ist über das heftig gestritten worden und die Leute wollten es nicht wahrhaben. Da oben, ja. Naja, eben deswegen, weil je größer die Periodendauer Delta T einer Uhr ist, desto kleiner ist die Zeit, die mit ihr gemessen wird. Sie tickt seltener. Der Zeiger springt langsamer weiter
und da wird eine kleinere Zeit gemessen. Die Periodendauer und die tatsächlich gemessene Zeit sind zueinander verkehrt proportional. Wenn also die Periodendauern sich so verhalten, dann verhalten sich die tatsächlichen gemessenen Zeiten umgekehrt. Je langsamer die Uhr tickt, je größer ihre Periodendauer ist, desto kleiner ist die Anzeige, die sie dann hat. Das kann man sich bei jeder Pendeluhr vorstellen. Und das Pendel langsamer pendelt, dann hat es eine längere Periodendauer und die Uhr zeigt kleinere Zeitintervalle an. Weil die Zeiger nicht so schnell weiterkommen. Verständlich? Das ist wirklich ganz einfach. Das steht nichts Besonderes. Aber ich danke für solche Fragen, weil sicherlich haben sich das ein paar andere von Ihnen auch gedacht und dann, ach, ist mir nicht wert. Also jetzt glaube ich, so, ja, noch was. Auch eine wichtige Frage. Die Welt besteht ja nicht nur aus Lichtuhren. Ne? Aber es geht ja darum, dass jeder periodische Vorgang eine Uhr darstellt praktisch. Und je besser definiert es läuft, desto genauer ist die Uhr natürlich. Ne? Wenn nun zum Beispiel eine mechanische Uhr oder eine Quarzuhr oder auch eine Atomuhr sich in irgendeiner Weise anders verhalten würde als eine solche Lichtuhr bei Übergang von einem Inertialsystem zu einem anderen, bei Beobachtung einer bewegten Uhr, wenn sie sich anders verhalten würde, dann würde das ja dem Relativitätsprinzip widersprechen. Dann könnte man ja auf einmal feststellen, dass es da ein bestimmtes System gibt, wo die alle zusammenpassen und die anderen, wo es dann nicht zusammenpassen. Und das wäre ein Widerspruch zum Relativitätsprinzip, das ja besagt, dass die Naturgesetze in allen Inertialsystemen die gleichen Naturgesetze sein müssen. Und deswegen muss das dann letztlich auch für andere periodische Vorgänge, wie zum Beispiel mechanische oder sonstige Uhren, auch gelten natürlich. Aber mit einer Pendeluhr natürlich werden Sie das nicht wirklich feststellen können. Aber im Prinzip ist die Frage gerechtfertigt und die Begründung liegt in der Gültigkeit des Relativitätsprinzips. Und die Lichtuhren verwenden wir hier nur deshalb als Beispiel, weil man anhand dieser Lichtuhren besonders einfach überblicken kann, nur unter Verwendung dieses Prinzips von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, wie sie sich verhalten wird, wenn sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt. Bei anderen Uhren ist es nicht so durchsichtig, aber bei den Lichtuhren ist es eben besonders übersichtlich, weil da kommt eben nur das Licht vor, wo wir eben wissen, was mit dem Licht passiert bei den verschiedenen Inertialsystemen. Ja? Gut. Noch irgendwas? Ah, sieh's. Die bewegte Uhr, bleibt die bewegt? Also verschwindet der Effekt dann, wenn die wieder ruhend wird? Wenn die wieder ruhend wird, dann haben Sie das Inertialsystem verlassen. Dann wird die Sache sehr kompliziert. Denn schon beim Abbremsen treten ja Trägheitskräfte auf, die ganz von der gleichen Art sind wie Gravitationskräfte. Und genau die haben wir bei der speziellen Relativitätsmechanik ausgeschlossen. Bei Gravitation schaut alles wieder anders aus. Und es zeigt sich, aber das sage ich jetzt nur so und werde das nicht weiter dann weiterführen, dass auch der Uhrengang von der Stärke eines Gravitationsfeldes abhängig ist. Das heißt, wenn Sie da jetzt was verzögern und dann wieder zurückbringen und nachschauen oder so, dann tun Sie der Uhr schon einen Zwang an, sozusagen. Und sie wird schon aufgrund dessen wieder anders laufen. Diese Sachen sind weitaus komplizierter. Und darüber werden wir hier nicht sprechen. Ich grenze mich hier bewusst ab, weil Sie glauben gar nicht, wie schnell man da in unglaublich komplizierte Sachen kommt, die man aber in der Praxis dann eigentlich nicht braucht. Weil das, man schaut, man nimmt sich ja nicht das Myon nachher her und tragt es da wieder zurück und schaut nach, wie schnell das jetzt da zerfällt. Es kommt darauf an, dass man diese Gesetzmäßigkeiten auf Systeme anwenden kann, wie man sie tatsächlich beobachtet. Aber so Alltagsphänomene, einfach so hinüber übertragen in die relativistische Welt, ist natürlich spannend, muss im Prinzip auch gehen, ist oft sehr kompliziert, hat aber kaum praktische Anwendungen. Also Alltagsdinge wie ein Auto oder sonst irgendwas, die sind halt nicht so schnell. Nicht? Und wenn die so schnell wären, dann würde man sich schon wundern, was da alles passiert. Wir werden heute noch ein bisschen drüber sprechen. Bitte. Das ist mal eine ganz, ganz kurze Erklärung, wie ich mir als Kind vorhin das verstehe. Einstein ist damals davon ausgegangen, dass wenn man Photonen sehen könnte,
Dann würden wir überall um uns herum die Photonen sehen, wie sie fliegen. Und dann sind wir sehen, weil sie so schnell sind und so klein, aber wir können sie sehen, wie beide sich durch den Raum fliegen. Wenn wir uns jetzt gleich schnell bewegen wie die Photonen, die ja abbilden, was wir sehen, dann haben wir Schwankungen. Und das ist genau der Effekt, wenn die Zeit so stillsteht. Also das, wenn die Zeit dann stillsteht und so, genau das möchte ich Ihnen jetzt als nächstes zeigen. Weil jetzt, wo wir also diese Formel haben, jetzt können wir uns dann auch überlegen, was sie also für Bedeutung hat. Und man sieht ja schon, wenn diese Geschwindigkeit immer größer wird, das entspricht jetzt dem, was Sie da gesagt haben, in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, dann geht ja der Faktor V durch C0 zum Quadrat gegen 1 und Wurzel aus 1 minus 1 ist dann 0, das heißt, die bewegte Uhr bleibt stehen, die zeigt nichts mehr. Und da sieht man schon, da passiert was. Und noch ärger, wenn also die Geschwindigkeit V, was ja da zunächst einmal noch nicht ausgeschlossen wäre, größer als C0 würde, dann kriegt man da eine komplexe Zeit, also irgendwas ist dann komplett falsch. Also man kann schon erkennen, dass aufgrund einer solchen einfachen Beziehung es eben darauf, das führt einen darauf hin, dass die Geschwindigkeit C0 eine Grenzgeschwindigkeit ist. Das schreibe ich da gleich als Folgerung her. Dass C0 ist eine Grenzgeschwindigkeit. Über das werden wir noch öfters reden. Da tritt es jetzt erstmals auf und ich sage es halt auch gleich. Aber das ist, wie wir sagen, ein kinematisches Argument. Denn das hat noch nichts damit zu tun, dass es da Kräfte gibt, die diesen Körper beschleunigen können und der wehrt sich durch seine Trägheit. Dynamik ist hier noch nicht drinnen, sondern wir sprechen hier nur von der Kinematik dieser Bewegungen und dass das zu Merkwürdigkeiten führen würde, wenn man die Geschwindigkeit C0 erreicht oder gar überschreiten würde. Wie schaut das aus, wenn man da ein Diagramm dazu zeigt? Und das zeige ich Ihnen hier. Wenn sich das dann entscheidend und auch kommt. Schauen wir nochmal. Ja, bitte. Na schön. Da tragen wir das, warten Sie, das, so würde ich es aufzeichnen. Gut, besser. Da tragen wir die Geschwindigkeit, beziehungsweise V über C, V durch C, gegen den Faktor K auf. Den schreibe ich gleich einmal hier noch her. Der berühmte K-Faktor in der Relativitätsmechanik, der dann bei der Lorentz-Transformation vorkommt. Die kommt dann bald. Der K-Faktor ist nichts anderes als der Reziprokwert von der Wurzel. 1 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Und wenn man diesen K-Faktor da aufträgt, 1 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat, manchmal sagt man C, manchmal sagt man C0, das finden Sie unterschiedlich in der Literatur. Gegen dieses Verhältnis V durch C, na da, wo die Geschwindigkeiten sehr klein sind, ist der natürlich 1. Und schauen Sie, bis zur halben Lichtgeschwindigkeit tut sie eigentlich noch gar nichts. Also eigentlich sollte man meinen, das ist ja eh wurscht. Kein Mensch ist schneller als das, aber Menschen zwar nicht, aber andere Teilchen halt schon. Ne? Und da wird es dann interessant. Also Sie kennen das ja kaum mehr, die alten Fernsehapparate, Ihre Großeltern haben die vielleicht noch wo stehen oder haben sie noch in Erinnerung, ich weiß nicht, so dicke, große Fernsehapparate mit einer Elektronenröhre drinnen. Ja, kennen Sie das noch? Schon noch. Okay, ja, weil sie verschwinden sehr rasch. Ich war schon den nicht mehr daheim. Aber da fliegen Elektronen drinnen herum und die sind immerhin so, dass sie ein bisschen schneller als 0,2 Lichtgeschwindigkeit. Also da ist ein bisschen was da, aber so wenig, dass das ist die Bildqualität auch nicht stört. Nicht? Und wenn es also dann oberhalb von 0,5 ist, dann kann man sagen, ist die Gültigkeitsgrenze der klassischen Physik und dann auf einmal wird es böse. Und bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit geht 1 durch diese Wurzel dann gegen unendlich. Und da kann man schon erkennen, das ist also eine Singularität, da hat es was, das wird so nicht gehen. Man kann also davon ausgehen, da wird was passieren, was es verhindert, dass Teilchen schneller oder sogar in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommen.
Und die Photonen kennen das interessanterweise, denn das sind ja die Lichtteilchen. Nicht? Und da kann man sich fragen, wieso die das können. Nicht? Na, die haben wieder Ruhmasse 0. Über das sprechen wir ein bisschen später. Also, daher sehen Sie also dann, dass das wirklich eine Grenzgeschwindigkeit ist. Und jetzt möchte ich erwähnen, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, wie das also ist, wie kann man so etwas denn auch konkret experimentell finden. Und zeige ich Ihnen also, was man da in Experimenten gesehen hat, nämlich wenn man also zum Beispiel instabile Teilchen als Uhren verwendet. Und das kann man so machen, dass man sich den Begriff der Halbwertszeit klar macht. Wenn also da die Anzahl von Teilchen aufgetragen ist, die also instabil sind, die dazu neigen, nach einer gewissen Zeit statistisch zu zerfallen. Und die Zeit hier als Abszisse aufträgt, und man hat zum Beispiel am Anfang 10.000 solche Teilchen, nach einer gewissen sogenannten Halbwertszeit wird diese Anzahl, die noch da sind, die anderen sind schon zerfallen, auf 5.000 zurückgehen und dann noch einmal diese Zeit weitergehen, wieder auf die Hälfte und wieder, das gibt dann eine exponentielle Abfallkurve. So verhalten sich instabile Elementarteilchen. Tau ist die Halbwertszeit, wo jeweils nach Verstreichen dieser Zeit die Konzentration zurückgeht, aber die, die noch da sind, sind frisch wie im ersten Moment. Die altern nicht, die bleiben, was sie sind, aber nach wieder der Zeit geht es wieder auf die Hälfte. Die anderen sind weg, also zerfallen, vielleicht zerstrahlt oder in andere Teilchen zerfallen, was auch immer. Das ist der Begriff der Halbwertszeit. Und da hat man also gefunden, speziell bei Myonen, das ist eine spezielle Art von Elementarteilchen, so ähnlich wie die Elektronen, aber ein bisschen massiver, dass Myonen, wenn man sie in Ruhe beobachtet, eine Halbwertszeit von sage und schreibe nur ein bisschen mehr als 1,5 Mikrosekunden haben. Die sind schnell weg. Aber wenn man entsprechend gut schaut mit einem Messgerät, kann man das genau beobachten und sieht also im Ablauf von etlichen Mikrosekunden, nach 10 Mikrosekunden ist man von 10.000 schon sehr weit herunter. Das ist die Abfallkurve der Konzentration von Myonen. Wenn man aber nun, und das hat man also gemacht, diese Myonen in einer Beschleunigungsanlage, und ich habe das da jetzt nicht aufgeschrieben, mit welcher Energie, die beschleunigt diese Myonen, dann zeigt sich, dass diese Anzahl viel langsamer mit der Zeit zurückgeht. Und das ist genau der Effekt der Zeitdilatation. Eigentlich, wie gesagt, eine Zeitkontraktion, weil da hat man den Effekt einer bewegten Uhr, und zwar wirklich relativ rasch. Ich glaube, ich habe mir das da eh aufgeschrieben, damit Sie eine Vorstellung haben, um was da geht, wie schnell die sind. Ja, nur 0,06% langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Und da kommt man dann also auf eine derart groß erhöhte Halbwertszeit. Aber das bedeutet nicht, dass die jetzt wirklich langsamer zerfallen. Aber das ist die Frage, was eben wirklich heißt. Also im Ruhsystem der Myonen zerfallen die nach wie vor mit einer Halbwertszeit von 1,5 Mikrosekunden. Aber aus der Sicht eines ruhenden Inertialsystems, wo die Myonen vorbeizischen sozusagen, bewegte Uhr, zickzack, nicht wahr? Läuft langsamer, zeigt eine kürzere Zeit an, bedeutet das, dass also dann die Halbwertszeit der bewegten Myonen wesentlich länger wird, und das hat man nachgemessen, und innerhalb enger Fehlergrenzen stimmt das also mit mit der theoretischen Vorhersage, mit dem Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C 0 Quadrat überein. Also es ist tatsächlich so, dass diese Dinge wirklich beobachtbar sind und nicht nur irgendwie scheinbar. Das kann man echt feststellen und mit hoher Genauigkeit. Also das ist sehr wichtig, das klar zu machen. Jetzt muss ich aber noch etwas sagen. Und da gehen wir noch einmal zurück zu der entsprechenden physikalischen Interpretation. Weil es wird häufig gesagt, um also
also die Zeitdilatation entsprechend einfach zu beschreiben, bewegte Uhren gehen langsamer. Naja, wir würden sagen, das ist ja das, was wir da gesehen haben jetzt. Aber ganz so ist das nicht. Denn diese verkürzte Darstellung führt augenblicklich auf einen Widerspruch. Und das ist natürlich schlecht, wenn was auf einen Widerspruch führt. Und das hat man also sofort, natürlich, die Leute sind ja nicht blöd, nicht? Die kommen ja gleich auf alles Mögliche drauf. Und haben dann gesagt, naja, daher ist das Ganze von vornherein zu verwerfen, weil jetzt brauche ich mich also nur auf den Standpunkt der bewegten Uhr stellen, begebe mich in deren Inertialsystem, bewege mich also mit der bewegten Uhr, für mich ist das jetzt die ruhende Uhr, und dafür ist halt die anderen Uhren bewegt. Und natürlich, wenn es jetzt heißt, bewegte Uhren gehen langsamer, dann heißt es jetzt gehen also die vorher ruhenden Uhren langsamer. Na, welche gehen jetzt langsamer? Geht jetzt die bewegte Uhr langsamer oder gehen die ruhenden Uhren langsamer? Und das ist natürlich schon blöd, nicht? Da kann man dann sagen, also irgendwo hat es da was, das kann so nicht sein. Und das ist eine sehr lehrreiche Situation, die Ihnen zeigen kann, dass man eben die Dinge genau analysieren muss. Nämlich, ich habe Ihnen ja schon gesagt, wir haben das ja so gemacht, dass wir da zwei ruhende Uhren und eine bewegte Uhr da haben. Was ist denn das, was da oben? Ah ja, jetzt ist da gekommen. Braucht ein bisschen. Eine bewegte und zwei ruhende Uhren. Und schauen wir mal, ob das nochmal schön zurückkommt. Da stehen sie jetzt so. Nicht? Kennen sie schon. Naja, also, welche gehen jetzt langsamer? Welche gehen jetzt schneller? Um sich das klar zu machen, begeben wir uns in der hier gegebenen Situation in das Inertialsystem der bewegten Uhr. Also stellen Sie sich vor, Sie reisen jetzt da mit dieser bewegten Uhr mit, Sie sitzen auf dem Myon drauf da und werden also da mächtig beschleunigt da in dieser Beschleunigungsanlage, fliegen also da also an denen vorbei. Und was beobachten Sie jetzt? Jetzt müssten Sie doch auch beobachten, dass diese ruhenden Uhren, die jetzt für Sie gar nicht ruhend sind, sich langsam eine längere Periodendauer haben, im Widerspruch zu dem, was wir da gefunden haben. Was wird also wirklich zu beobachten sein? Und da kommt es jetzt sehr darauf an, dass Sie sich wirklich echt in diese bewegte Uhr hineinversetzen. Was beobachten Sie denn, wenn Sie mit der bewegten Uhr mitfliegen und Sie schauen jetzt an, was da mit diesen zwei anderen Uhren passiert? Was beobachten? Na, Sie beobachten, während Sie sich bewegen, da saust einmal bei Ihnen die linke ruhende Uhr vorbei. Nicht? Und ein bisschen später saust die andere ruhende Uhr bei Ihnen vorbei. Ich sage jetzt ruhende Uhr, weil das ist die da unten sind, nicht? Dass man sie halt irgendwie bezeichnet. Also es sausen zwei unterschiedliche Uhren an Ihnen vorbei. Jede dieser Uhren können Sie nur einmal ablesen. Weil sie kommt ja nur einmal an Ihnen vorbei und dann ist weg, auf nimmer Wiedersehen. Die eine und die andere. Das heißt, bei dieser Situation aus der Sicht von B können Sie ja den Gang, die Ganggeschwindigkeit dieser Uhren gar nicht bestimmen. Jetzt können Sie aber sagen, na ja, aber wir wissen ja, die Uhren sind synchronisiert. Ja, aber nicht in Ihrem Inertialsystem. Die sind synchronisiert im ruhenden Inertialsystem, also in dem Inertialsystem, wo die unteren zwei Uhren in Ruhe sind. Aber in Ihrem bewegten, dem, was jetzt Ihr ruhendes System, wo Sie drin sind, nicht? Das ist das mit den Ruhen und Bewegten, das ist immer recht verwirrend. Also es ist vielleicht wirklich besser, nur R und B zu sagen, also irgendwie, was weiß ich. Aber was Sie also sehen, sind zwei hintereinander an Ihnen vorbeifliegende bewegte Uhren. Und Sie, dort, wo Sie sich jeweils treffen, zeigen Sie wirklich das an, wie hier auch. Das heißt, das bleibt natürlich bestehen. Das heißt, Sie werden sehen, dass wenn die erste an Ihnen vorbeifliegt, dann zeigen beide Null. Und wenn die zweite bei Ihnen vorbeifliegt, zeigt die vorbeifliegende 1,25 und ihre 1. Aber jetzt können Sie daraus nicht schließen, dass da diese an Ihnen vorbeifliegende Uhr schneller getickt hat, weil die beiden Uhren sind ja gar nicht synchronisiert gewesen aus Ihrer Sicht.
Es sind zwei unsynchronisierte Uhren an ihnen hintereinander vorbeigeflogen und sie haben eine Zeit abgelesen. Kein auswertbares Ergebnis. Das heißt, sie haben nicht jetzt die Möglichkeit, aus demselben Experiment, aus der Sicht der bewegten Uhr, jetzt Rückschlüsse zu ziehen auf die Ganggeschwindigkeit dieser beiden unteren Uhren. Weil sie jede nur einmal sehen, sie fliegt hintereinander die eine die andere an ihnen vorbei und sie sind ja gar nicht synchronisiert aus der Sicht des ihres jetzt oben Systems der bewegten Uhr. Ne? Und damit sehen Sie, dass es hier keinen Widerspruch gibt. Und deswegen ist auch diese Beschreibung hier so wichtig. Für einen in einem Bezugssystem ruhenden Beobachter geht eine relativ dazu bewegte Uhr langsamer als die in diesem Bezugssystem ruhenden Uhren. Das ist okay, das stimmt in beiden Richtungen. Aber dieses Experiment, wie wir es da jetzt besprochen hatten, lässt diese Symmetrie nicht zu, weil eben, wenn man es aus der anderen Sicht betrachtet, man bei diesem Experiment die Ganggeschwindigkeit, die Periodendauer dieser zwei unteren Uhren gar nicht feststellen kann. Sehen Sie das? Also, oh, da wollen jetzt viele Leute was. Also bitte. Das ist, wenn man eine zweite Uhr synchron zur ersten Uhr führt. Was ist synchron? Synchron aus der ersten Uhr. Also Sie wollen oben da auch noch eine Uhr dazu nehmen und die sollen dann auch synchronisiert sein und in relativ zu welchem Bezugssystem? Ja, dann haben Sie das Experiment umgedreht. Dann kommt es jetzt so heraus, dass die unteren sich langsamer relativ dazu, aber da haben Sie dann eine neue Situation. Sie messen ja was anderes. Es ist ja nicht die idente Messung wie die, die wir da gemacht haben. Jetzt messen Sie es mit anderen Vorzeichen. Sie können natürlich oben eine Uhr dazugeben und da unten jetzt die vorbeilaufen lassen. Das können Sie auch beide vorbeilaufen lassen. Sie werden aber feststellen, dass diese unteren Uhren aus Ihrer Sicht jetzt nicht synchron sind. Aber jede der beiden wird aus der Sicht jetzt dieses anderen Inertialsystems wieder langsamer ticken. Da ändert sich gar nichts. Naja, dann, wenn Sie sie synchronisieren, dann kommen Sie natürlich auch drauf, dass dann der Uhrengang langsamer wird. Aber dann haben Sie ja wieder eine andere Situation. Dann sind die ja nicht so synchron gelaufen, wie wir ursprünglich davon ausgegangen sind. Es ist wieder kein Widerspruch, weil sie ein anderes Experiment machen. Es ist ja der Widerspruch nur dann gefährlich, wenn das idente Experiment bei unterschiedlicher Betrachtungsweise zu widersprüchlichen Ergebnissen führt. Wenn Sie das Experiment anders anlegen, wenn Sie die Uhren anders synchronisieren, dann haben Sie ja schon ein anderes Experiment. Dann kann sehr wohl auch ein anderes Ergebnis herauskommen und das ist natürlich auch kein Widerspruch zu dem vorherigen Ergebnis. Ja, sagen wir so, in dem Inertialsystem, wo ich bin, dort werde ich gut beraten sein, mein System mit lauter synchronisierten Uhren zu überziehen. Denn nur dann habe ich die Möglichkeit, jeden Raumzeitpunkt mit drei Ortskoordinaten und einer Zeitkoordinate eindeutig zu beschreiben. Dazu brauchen Sie diesen Satz von synchronisierten Uhren, die Ihr System überziehen. Sonst haben Sie die Möglichkeit gar nicht. Wir in unserer Alltagswelt denken darüber nicht groß nach, weil es sind eh alle Uhren selbstverständlich immer synchron, es sei denn, sie gängen falsch. Aber in dem Fall braucht man das, weil eben die Gleichzeitigkeit kein universeller Begriff mehr ist. Aber Sie haben sich schon länger gemeldet. Also wenn Sie so eine beschleunigte
eine Uhr in einer Kreisbewegung betrachten, dann haben Sie kein Inertialsystem mehr. Und dann ist das System wieder unterschiedlich, weil in einem rotierenden System gibt es Trägheitskräfte. Und Sie haben dann ja kein Inertialsystem mehr. Inertialsysteme sind dadurch charakterisiert, dass es keine Trägheitskräfte gibt. Also die Zeitdilatation haben wir jetzt besprochen und auch ein Experiment dazu besprochen. Jetzt gibt es ein weiteres Experiment, das ich Ihnen auch noch kurz zeigen möchte. Das sogenannte Hafele-Keating-Experiment, weil Hafele und Keating auf die Idee gekommen sind und ihr Experiment ist schon relativ lang her, in Science im Jahr 1972 auch publiziert haben. Und da geht es also darum, das haben Sie, glaube ich, jetzt vorhin schon mal angesprochen, dass man also das mit der Zeitdilatation auch konkret mit Experimenten nachvollziehen kann, selbst in der Alltagswelt, wenn nur die Uhren, die man verwendet, genau genug sind. Denn Sie haben schon recht, im Prinzip ist es so, auch wenn man da mal ein Inertialsystem verlässt und wieder zurückkehrt, man muss davon ausgehen, dass es zu Unterschieden kommt. Das berühmte Zwillingsparadoxon. Wenn also ein Zwilling auf der Erde bleibt, der andere saust weg mit 12/13 Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel und ist da längere Zeit unterwegs und kehrt dann wieder zurück, dann bleibt der viel jünger als der, der auf der Erde ist, weil eben die Zeit unterschiedlich rasch verstrichen ist. Und da ist natürlich wieder die Frage gewesen, ist das nicht symmetrisch? Und es ist es nicht, weil einer bleibt in einem Inertialsystem, der andere muss einmal seine Richtung ändern, um wieder zurückzukommen. Und während der Zeit verlässt er das Inertialsystem. Und dabei zeigt sich also dann, dass eben der bewegte Zwilling, der wegfliegt und wieder zurückkommt, wesentlich weniger gealtert ist, wenn er entsprechend schnell unterwegs ist. Das wäre so eine Art Jungbrunnen, nicht? Aber das bringt es nicht wirklich, weil seine Zeit ist genauso vergangen wie die Zeit des anderen. Sie sind nur außer Tritt gekommen, gewissermaßen. Und wenn der wieder zurückkommt, sieht er seinen eineigen Zwilling so, wie er selber erst in 30 Jahren ausschauen wird oder so irgendetwas. Das sind so diese Spülereien, die da halt so durch besprochen werden. Aber der Hafele und der Herr Keating, die haben diese Überlegung in ein tatsächliches Experiment verpackt, indem sie das so gemacht haben, dass sie also von einer bestimmten Station, sagen wir vom Frankfurter Flughafen, aus ein Experiment mit drei Atomuhren gemacht haben. Die waren damals schon genau genug, dass man das auch machen kann. Zwei Atomuhren haben sie in Frankfurt stehen lassen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Frankfurt war, vielleicht war es Minneapolis, ist egal. Und eine Atomuhr haben sie also in ein Flugzeug genommen, normales Linienflugzeug, und sind halt dann, so gut es halt mit den Flugplänen gegangen ist, einmal um die Erde herumgeflogen und wieder zurückgekommen zur Ausgangssituation. Das ist kein einfaches Experiment, weil da bewegt man sich ja im Gravitationsfeld der Erde, dann rotiert er die ganze Erde und verschiedene Schwierigkeiten gibt es da. Aber man kann das Experiment quantitativ auswerten und es zeigt sich also, dass unterschiedlich für Ostflug und Westflug, weil einmal ist ja die Geschwindigkeit größer beim Ostflug, weil sich die Erde auch so dreht und im anderen ist die Geschwindigkeit viel kleiner, aber jedenfalls zeigt sich, dass es Unterschiede gibt zwischen den Anzeigen der Atomuhren, die da geblieben sind, und denen, die mitgeflogen sind. Und die Unterschiede sind allerdings nicht groß. Die sind also für den Ostflug vorausgesagt minus 40 Nanosekunden und gemessen minus 59, aber immer mit entsprechenden Ungenauigkeiten, sodass es innerhalb der Fehlergrenzen passt. Und beim Westflug zeigt sich dann auch ein entsprechender Unterschied der Zeiten. Man darf ja nicht vergessen, die Uhren, die in Frankfurt stehen geblieben sind, die haben sich ja auch bewegt mit der Erddrehung. Und die im Westflug sind die langsamsten, die im Ostflug sind am schnellsten. Und wenn man das also entsprechend mitrechnet, kommt man auf eine Zeitdilatation und auf ein Zwillingsparadoxon, das man hier wirklich messen kann. Nur, das sind nicht 30 Jahre, sondern nur 40 Nanosekunden. Aber man kann das mit modernen Uhren nachmessen,
Und siehe da, da kommt wirklich heraus, dass also diese Uhren nicht mehr das gleiche zeigen. Also die beiden, die in Frankfurt stehen geblieben sind, hat man zwei genommen, damit man schauen kann, wie schön die zusammenpassen. Und die sind also wesentlich besser als 20 Nanos oder 40 Nanosekunden voneinander abgewichen. Weil Atomuhren, die gehen erst nach Millionen Jahren um eine Sekunde daneben oder sowas. Und da kann man dann zurückrechnen, dass also innerhalb von einem Tag oder sowas die Abweichungen extrem gering sind. Wesentlich weniger als 20 oder 40 Nanosekunden. Sodass der Effekt, den man mit der bewegten Atomuhr dann kriegt, echt ist. Und es ist also schon beachtlich, dass man das wirklich nachmessen kann. Das ist tatsächlich so und könnte ohne Relativitätsmechanik nicht verstanden werden. Also das ist vielleicht nicht das genaueste Experiment, mit dem man die Relativitätsmechanik überprüfen kann, aber ein sehr anschauliches Experiment. Und ich finde, das wollte ich Ihnen das schon nahe bringen. Also das noch zum Havelek-Heating-Experiment. Aber jetzt möchte ich noch wir waren bei drittens, jetzt kommen wir zur Längenmessung, kurz über die Längenmessung sprechen. Und Sie werden sehen, aus dem, was wir bis jetzt über die Zeitmessung erfahren haben, können wir auch viel über die Längenmessung lernen. Und zwar in der Weise, dass wir eigentlich ein ganz ähnliches Experiment noch einmal durchführen im Geiste, wie das Experiment, das ich vorhin gerade besprochen habe, zur Zeitdilatation. Wir haben da zwei ruhende Uhren unten und oben eine bewegte, die von links nach rechts sich bewegt. Jetzt tue ich das dann nicht mehr mit Lichtuhr hin und her, so da explizit hinzeichnen, halt Uhren. Und der Abstand zwischen den Uhren, da ist gerade ein länglicher Körper dazwischen. Eine Stahlstange zum Beispiel, oder so irgendetwas. Das, was da so grün angezeichnet ist. Nicht? Und das hat also eine gewisse Länge. Und diese Länge kann man messen. Dieser Stahlstab, der möge ruhen, relativ zu diesem ruhenden Beobachter mit seinen zwei synchronisierten Lichtuhren. Der ruht dort. Aber für diese bewegte Uhr ist es so, aus deren Sicht saust der Stab an der bewegten Uhr vorbei. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie schaut es jetzt mit der Messung aus? Diesmal mit der Messung der Länge. Und da zeigt sich also, man kann das in entsprechender Weise gleich machen, indem man sagt, ich messe die Länge jetzt hier nicht mit einem Maßstab, den ich da hinlege, sondern aufgrund der Zeit, die verstreicht, wenn da diese bewegte Uhr einmal bei dem linken Ende von dem Stahlstab vorbeisaust und dann bei dem rechten Ende. Und diese synchronisierten Uhren da zeigen ja die Zeit in diesem Inertialsystem an und da kriege ich dann also heraus, wie groß die Zeit ist und die Relativgeschwindigkeit, die kennt man, die ist also, man weiß, wie schnell diese bewegte Uhr unterwegs ist und wenn man das also in Gang setzt, dann ist es wieder so, dass letztendlich am Schluss die bewegte Uhr 1 und die ruhenden Uhren 1,25 zeigen. Haargenau so wie im Fall dieses vorigen Experimentes mit den drei Lichtuhren. Ich habe es nur jetzt nicht mit der Zicke-Zacke immer mehr hingezeichnet, aber es ist dieselbe Situation. Und das bedeutet aber jetzt was ganz Wichtiges, weil aus der Sicht des ruhenden Beobachters ist die Länge dieses Stabes einfach die Geschwindigkeit des vorbeifliegenden Uhr da, multipliziert mit der Zeit, die gemessen wird, die verstrichen ist. Und der misst ja 1,25 Sekunden, sagen wir. Also kriegt man die Länge heraus als diese Geschwindigkeit mal 1,25. Hingegen versetzen Sie sich jetzt in die Lage der bewegten Uhr. Sie bewegen sich mit dieser Uhr. Also für Sie ruht Ihre Uhr. Daher ist es eine vollgültige Lichtuhr, wo nichts so zicke-zacke, sondern schön so läuft, wie es sich gehört bei einer Lichtuhr, mit der richtigen Periode. Und an ihnen saust jetzt dieser Stahlstab vorbei.
Und Sie wollen also die Länge dieses bewegten Objektes feststellen. Naja, diese Länge des bewegten Objektes stellt er jetzt wieder so fest, dass er schaut, wie viel Zeit verstreicht zwischen dem Zeitpunkt, wo das Vorderendel von dem Stahlstab vorbei ist und dann das Hinterendel vorbei ist an dieser bewegten Uhr. Und da sehen Sie, das zeigt ja nur eine Einheit, also eine Sekunde, weil ja, wie wir gesagt haben, eben aufgrund der Zeitdilatation, das dann eben eine kleinere Zeit anzeigt. Der braucht diese anderen Ruhenbeobachter mit ihren Uhren gar nicht. Das ist sehr elegant. Der hat seine Uhr, die mit ihm ruht, die hat er so als Taschenuhr bei der Hand sozusagen, und jetzt saust bei ihm der Stab vorbei und der schaut also nach, der Stabuhr, nicht? Wenn der Vorderteil von dem Stab vorbei ist, schaut er ein und wenn der Hinterteil vorbeikommt, schaut er wieder aus und dann haben sie gerade diese Einheit 1. Und jetzt darf man aber nicht vergessen, auch wegen des Relativitätsprinzips, wenn jetzt aus der Sicht des ruhenden Beobachters die Uhrgeschwindigkeit V hat, dann muss auch umgekehrt aus der Sicht der Uhr der Stab die Geschwindigkeit betragsmäßig gleich V haben. Dass die Relativgeschwindigkeit ist aus beiden Sichtweisen die gleiche. Denn ansonsten wäre ja schon wieder eins das ausgezeichnete System gegenüber dem anderen. Also der Stab bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit, aber die Länge, die der jetzt misst, ist Geschwindigkeit mal eine Sekunde. Und das ist jetzt nicht scheinbar, der misst diese Länge. Und das ist es, was wir die Längenkontraktion nennen. In ganz analoger Weise, wie wir ja auch, habe ich ja schon gesagt, quasi eine Zeitkontraktion haben. Weil die Zeit im bewegten System ist geringer als im ruhenden System. Aufgrund dieser Überlegung muss dann gleichermaßen auch die gemessene Länge bei einem solchen Stab zum Beispiel geringer ausfallen, wenn der Stab in seiner Ausdehnung nach, in der Richtung seiner Dimension, an einem vorbeisaust. Im Gegensatz dazu, dass er ruht. Das heißt, es wird aber auch umgekehrt, weil wenn die Länge größer wird, dann wird die Zeit kürzer, dann wird der Gravitationskollaps. Wir haben hier keine Gravitation. Wir haben hier nichts anderes als drei Uhren in zwei Inertialsystemen, die an einem länglichen Objekt vorbeifliegen. Wollen wir uns darauf beschränken? Und wenn wir das so machen, dann können Sie erkennen, dass also aufgrund der unterschiedlichen Zeitmessung, wenn man die Zeitmessung als Grundlage für die Längenmessung heranzieht, dass man die Längen unterschiedlich herauskriegt, um den gleichen Faktor. Es ergibt sich also in völlig gleichartiger Weise, also aufgrund dieses Gedankenexperimentes, dass die Länge im bewegten System gemessen gleich ist der Länge im ruhenden System, das ist die Ruhlänge. Da hat man es auch gemütlich, da liegt der Stab vor einem in Ruhe da und man kann die Länge in aller Ruhe bestimmen. Nicht? Also gleich der Ruhlänge mal wieder Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Eine völlig analoge Situation. Und auch da gibt es dann natürlich auch eine entsprechende Abhängigkeit, hoffentlich habe ich das auch da, nein, das habe ich da jetzt nicht, aber da wird es kommen. Bei der Längenkontraktion, die Geschwindigkeit des bewegten Körpers, also dieses Stahlstabes da und die Länge, die man misst, je schneller er wird, desto geringer wird die Länge. Bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit wird die Länge immer kleiner und nähert sich letztlich null, weil ja auch die Uhr stehen bleibt.
Und wenn die Uhr stehen bleibt, dann misst man auch keine Länge mehr. Weil die Länge ist ja die gemessene Uhrzeit mal der Relativ, also die Zeitintervall mal der Relativgeschwindigkeit. Und wenn die Uhr stehen bleibt, misst sie auch kein Zeitintervall mehr und dann misst man auch keine Länge mehr. Und das ergibt sich dann natürlich auch, wenn V gegen C0 geht, dann geht die Länge im bewegten System gegen 0. Und man hat wieder die Folgerung, so wie hier, C0 ist Grenzgeschwindigkeit. Aber ich möchte Ihnen da schon noch eine zusätzliche Interpretation mitgeben. Weil man ist ja daran gewöhnt, dass man die Längen nicht immer da so mit solchen Maßstäben, mit solchen vorbeifliegenden Objekten misst, sondern man denkt eher an Maßstäbe. Da haben Sie das Objekt, sagen wir den Stahlstab mit einer bestimmten Länge, dann legen Sie einen Maßstab dazu, dann schauen Sie da nach, wo 0 ist und das weiß doch jeder. Und da, wo Ende ist und dann können Sie ablesen, wie lang der Stab ist. Nicht ganz klar. Und das liefert dann natürlich auch ohne weiteres die Ruhlänge, wo der da ruht. Das Problem tritt ja erst ein, wenn dieser Stahlstab sich bewegt. Und da müssen Sie natürlich wieder gleich denken mit 3/4 Lichtgeschwindigkeit, nicht? Weil es für so langsame Bewegungen ist eh wurscht. Nicht? Und was ist dann aber, wenn der sich bewegt und Sie legen da Ihren Stahlstab, also Ihren Maßstab her, dann können Sie da mal schauen, zu einem gewissen Zeitpunkt, wo da hier die Marke da bei 0 vorbeigeht. Und jetzt müssen Sie da geschwind da herüberschauen, wie das dann anzeigt. Aber das geschwind herüberschauen, Sie lachen. Ja, weil ich das ein bisschen einen Zirkus mache. Nicht? Aber es geht darum, dass das wieder eine Frage der Gleichzeitigkeit ist. Sie müssen ja gleichzeitig ablesen. Aber Gleichzeitigkeit ist in dem System des Stabes was anderes, als in dem System dessen, wo der Stab vorbeifliegt. Und deswegen kommt es zu Unterschieden. Das heißt also, in unterschiedlichen Bezugssystemen ist die Länge des Stabes tatsächlich unterschiedlich, weil sie unterschiedlich gemessen wird. Das bedeutet aber nicht, dass er wirklich kontrahiert wird, weil da denkt man sich, der wird so gestaucht und dann zerbricht er am Ende oder irgend so etwas. Überhaupt nicht. Das ist eine Sache des Messvorganges. Genauso wie wir gesagt haben, Zeit ist das, was man mit Uhren misst, so ist Länge das, was man mit Maßstäben misst, wenn man gleichzeitig an den beiden Enden abliest. Und mit der Gleichzeitigkeit hat man schon wieder den Schirm auf, weil diese Gleichzeitigkeit eben kein universeller Begriff ist. Alles mündet darauf hinaus. Also jetzt haben wir heute die Zeitdilatation, die eigentlich eine Zeitkontraktion ist, und die Längenkontraktion festgestellt. Jetzt werden wir morgen dann noch einige kurze Beispiele dazu uns überlegen und dann werden wir zur Lorentz-Transformation übergehen, die es einem erlaubt, diese Merkwürdigkeiten in einen geschlossenen Rahmen zu bringen. Denn irgendwie sollen Sie schon ein bisschen sehen, wie das dann tatsächlich in der Physik vernünftig beschrieben werden kann. Danke.